Und damit sage ich pssst und hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Video von Sons of the Forest. Ja, nee, leise muss man jetzt nicht sein, ne? Aber ich schleiche mich gerade hier an ein Dorf ran. Ich bin ja gerade auf dem Weg nach Hause. In der letzten Folge waren wir ja in der einen Höhle, wo wir das Tauchgerät bekommen haben, Mensch. Ne? Kelvin ist irgendwie uns hinterhergelaufen. Was weiß ich, wieso, weshalb, warum. Der ist halt ein bisschen Banane, der Junge. Ich bin jetzt, ja, irgendwo hier. Ne? Und da vorne ist ein Mutant gefesselt. Die arme Sau. Oh, ja, ja. Jalla, jalla, ja, oh ja. Quacka, quacka. Was ist hier los? Legt euch mal hin. So. Haben wir den auch hier. Den Kongo-Jäger. Was bist du denn für einer? Willst du auch? Hm. Glaub doch nicht. Kommt doch her. Komm von dem Baum da runter. Ich glaube, wer spinnt. Das ist natürlich auch sehr schön aufgespießt hier. Oh, 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 oh. Oh, da habe ich aber daneben geschossen, ne? Braucht zwei Schüsse, für den seinen Helm wegzumachen. Und dann... Ja, schieße ich ihm einfach ins Auge. Oh, oh. Noch jemand. Hey, 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 hey. Mal ruhig. Was ist denn hier los? Und sind sie so aggressiv, die guten Leute hier? Ja, der eine Schlachte war jetzt unnötig. Stimme ich wohl zu. Aber ist egal. Weil wir haben ja noch Rüstung an. Nicht wahr? Hier gucken wir nochmal rein. Na, so. Mongo aus dem Kongo schon wieder hier. Da habe ich den auch gleich mal direkt ein Heli wieder gedrückt. Muss natürlich aufpassen, weil er tritt sehr gerne. Wieder die Pfeile holen, wieder auf Range gehen, wieder ins Gesicht schießen. Wieder den Pfeil holen, wieder auf Range gehen, wieder ins Gesicht schießen. Und so. Kann man die ganz gut schaffen. Die ganz dicken. Und ja, ich weiß, ich war ein bisschen behindert in der letzten Folge da, wo ich die, beziehungsweise wo ich die Taschen aufmachen wollte. Den kann ich jetzt irgendwie einfach häuten. Ja, ah, ja, wo ich die Taschen aufmachen wollte, weil ich nicht wusste, wie das geht. Aber... Was soll ich sagen? Man kann ja auch nicht alles wissen. Ne? Woher soll ich denn wissen, dass man hier das so macht und dann da nochmal auf das Zahnrad klickt? Das weiß ich doch nicht. Da bin ich einfach nur schlecht, zu schlecht für. Deswegen. Also. Das kann ich doch nicht wissen. Hi, Kelvin. Mensch, er ist wieder da. Jetzt kommt gerade der übelste Sturm hier. Ich weiß noch nicht genau, wo ich hin möchte. Eigentlich möchte ich die große, die moderne Axt haben. Aber ich weiß gerade nicht genau, wo die war. Bambi. Was ich natürlich auch sehr schön finde in diesem Spiel ist, dass sich die Jahreszeiten verändern. Weil jetzt sind wir ja gerade hier in dem übelsten Herbststurm. Wie man sieht, das Laub hat sich verfärbt. Mal gucken, ob ich recht habe da vorne. Glaube ich aber nicht. Weil hier ist einfach nur ein totes Ende. Leider. Aber das war hier irgendwo an der Straße.
Nee, an der Straße war es jetzt nicht direkt halt. Ja, aber das war hier irgendwo. Macht auf jeden Fall mehr Bock, mit so einer Axt dann Bäume zu fällen. Weil da haut man dreimal zu. Und dann ist das erledigt. Das grüne Ding, was da jetzt gerade angezeigt wird, das... Schön, können wir besuchen, natürlich. Bringt uns aber nichts, weil ich weiß, wir brauchen eine Schaufel. Und die haben wir nicht. Nicht wahr? Die kriege ich da oben. Aus der Höhle, wo gerade das lila Ausrufezeichen da so direkt vor mir ist. Bei der Höhle da. Da bekomme ich die Schaufel, glaube ich, her. Da ist, glaube ich, dass es da war. Bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Aber wir müssen ja erst nochmal wieder nach Hause. Es wird kein Spawnpunkt angezeigt, nichts. Das ist nicht gut. Beziehungsweise könnte ich einfach ein neues Zuhause bauen. Weil da habe ich ja nur... Wow, hallo! Habe ich ja nur Baumhaus. Hier ist schön nebelig. Alter Schwede, sind ja viele. Also hier ziehe ich schon mal nicht hin. Drei, vier Stück. Junge, Junge, Junge. Da leckt's auch mal kurz. Gehen wir gleich nochmal gucken, was das da vorne ist. Ein Ausrufezeichen. Oh. Ich habe sie gefunden, die Axt. Dann war das hier. Ja, damit. Ruhe hier. Alles mitnehmen. Wichtig, wichtig, wichtig. Und da ist sie. Die neue Axt. Energy. Noch ein paar andere geile Sachen. Ich habe auch mal wieder Granaten. Jawohl, da sind Granaten. Sehr schön. Sprengstoff. Leuchtfackeln, ja, die haben wir ja leider schon bis zum Anschlag. Und jetzt kann ich mir auf die 1. Beziehungsweise die ist noch auf der 1 gewesen eigentlich, ne? Dich auf die 1 packen. Denn da haben wir jetzt dieses schöne, schmucke Ding. Und damit fällt man einen Baum in 0, nichts. Wir gucken mal. Das scheint der Typ zu sein, den wir schon mal geholt haben. Also ich glaube zumindest, dass wir den vielleicht schon mal geholt haben. Bin ich mir aber gerade nicht sicher, weil ich ja leider nicht sonderlich oft gespeichert habe. Und ich ja gestorben war. Und ich auch gerade ziemlich im Arsch bin, so wie ich höre hier, ne? Also die Ausdauer ist schon schwierig. Ja, guck mal, der Typ ist schon mal wieder runtergefallen. Gib mir her dein GPS-Signal. Warum wird das aber noch angezeigt? Weil ich habe ja die Dings schon mitgenommen gehabt. Die, wie heißt sie? Die Taschenlampe, weil die liegt nämlich auch hier. Upsi, Entschuldigung. So, jetzt haben wir nur noch einen Ausrufezeichen. Oh, dass Virginia nicht mitkommt, ist natürlich dumm. Sie da hinten bleibt. Ja, die hat mal eine Pistole. Aber ist okay. Kann man nicht ändern. Ich weiß nicht mal, wo ich baue, ehrlich gesagt gerade. Baue ich auch da oben an dem See? Ich muss da erstmal hin. Ich muss meinen ganzen Krempel loswerden. Das Schlimme ist ja, ich habe ja nicht mal was gebaut. Was Gutes. Vielleicht werde ich einfach nochmal eine Baufolge machen.
Wenn ich mir mal ein anständiges Haus baue. Kelvin tingelt ja langsam hinter mir her. Ja, also nicht langsam, er ist schon relativ schnell. Wenn Gegner da sind, dann braucht er halt ein bisschen, aber sonst ist er eigentlich recht schnell. Aber Virginia da hinten, dadurch, dass sie vielleicht was sogar in der Hand hat, sie mir geben möchte, ja, die braucht jetzt 3 Tage, bis sie hier ankommt. Wahrscheinlich sogar noch länger. Aber das, ja, lässt sich da leider auch nicht ganz ändern. Muss ich da leider ja gestehen. Ja, folgt mich schon wieder wer. Meine Bäume lang. So, jetzt sehen wir ja gleich, ob ich da unten baue oder nicht. Ist das Schlimme, dass ich mein Zelt da zerstört hatte. Aber egal. Ich finde das schon wieder. Ja, es ist hier. Da sind sogar Gegner, alles klar. Apropos Gegner. Es gibt da noch so eine Sache, die stört mich im Moment. Ich mache jetzt Strukturenschaden hier, ne? Den habe ich auf Ausstehen. Weil ich erstmal was bauen möchte, bitte. Es wird wahrscheinlich etwas anders aussehen, wie beim letzten Mal, wo wir hier waren. Also ihr hier wart. Da ich ja... Oh, ist er tot. Ja, direkt ein Headshot. Sag doch, genau du. Komm mit. Da hier ein bisschen was kaputt gegangen ist und so. Haben sich die jetzt hier dazu gefunden. Beziehungsweise ich habe hier 2 Baumhäuser, ja. Gefällt mir alles nicht. Ne, das mit den Türen, das funktioniert alles nicht. Weil die Gegner ja trotzdem reinkommen können und so. Es ist leider alles ein bisschen, ja, schwierig, möchte ich es mal nennen. Aber ja. Okay, ich speichere jetzt auf jeden Fall. Ganz wichtig, bevor ich hier sterbe oder so. Tag 7, wir haben gerade Tag 9, ne? Das soll man nicht vergessen. Ich bin wieder ein bisschen unterwegs gewesen. Gut. Ich halte mich mit Dingens am Leben. Wie heißt es? Wach am Leben. Ja, am Leben können wir uns auch gerne halten. Wir halten uns wach mit den Guten. Lässt du mich jetzt bitte in meinen Denk? Schön. Mit den Energies. Damit halte ich uns wach. So, wir haben ein kleines Problem an Gegnern halt, ne? Das wissen wir. Die Gegner, sie kommen einfach so, wie sie wollen, hierher. Ich stelle jetzt mal diese Dinger hier auf. Zeige euch auch gleich, wieso, weshalb, warum. Es werden einige. Normalerweise kann man mit einem Zaun machen. Ne? Warum er hier gerade nicht snappt, ich will es gar nicht wissen. Er steht hier im Weg. Ein Busch. Nein, eigentlich steht genau das im Weg, was ich auch wieder brauche. Oh, so, weg damit. Denn ich kann diese Dinger mit der Axt spitz machen. Und das tut auch ganz schön weh. Der Baum verschwindet eh. Keine Panik. Und wenn da jemand gegenläuft, kriegt der richtig hart Aua. Also wirklich hart Aua. Er ist vielleicht nicht One-Shot oder so. Hallo. Lässt du mich das jetzt bitte bauen?
Aber es ist schon ein bisschen rauer. So, hier, damit das nicht gleich wieder direkt kaputt geht. Ich weiß, wie man ja gesehen hat. Ich bin da ja auch einfach so durchgerannt. Ja, das stimmt. Aber dafür baue ich da ja auch noch eine zweite Reihe hin. Ist natürlich eine ziemlich fummelige Arbeit, den ganzen Krempel da hinzubauen. Wenn Kelvin hier wäre, wäre das natürlich einfacher, aber der ist ja noch auf dem Weg. Wir sehen ihn immerhin schon mal wieder auf dem Hut, da unten. Dann könnten wir ihm einfach sagen, ey Bruder, komm mal ran hier und bring mir Steine. Na? Das wäre da jetzt gar kein Problem. Die Stöcker hier sind eigentlich ein bisschen nutzlos. Weil... Aha, guck mal, jetzt darf ich wieder einen Zaun bauen. Ist das nicht geil? Jetzt zeigt er mir zumindest den richtigen Abstand an. So, Kelvin ist da. Sehr gut. Ich stecke noch weiter meine Stöckchen hin. Kelvin, Bruder. Du machst jetzt Folgendes. Du holst mir jetzt Steine und fallen lassen. Ja, dann geh doch bitte auch. Er ist halt ein schwieriger. So. Jetzt hacken wir hier ganz langsam aber sicher uns einen kleinen Verteidigungswall aus einfachen Spitzen. Und das hier bringt gar nichts. Behaupte ich jetzt mal so blöd. Weil die da halt drin stecken. Aber. Naja. Kelvin wird uns jetzt Steine besorgen. So viele wie er kann. Ich hoffe, er schmeißt sie da nicht so hin, dass gleich alles wieder zusammenkracht. Ja, guck mal, da kann ich zum Beispiel nichts hin platzieren. Noch nicht. Kelvin, du brauchst mir nicht die Steine da wegzunehmen, die 2 Meter daneben liegen, ne? Ich sag das nur mal so. Das ist meiner. Ah, hier hat er sie hingeschmissen. Sehr schön, sehr schön. Hier hat er gut hingeschmissen. Er hat Glück, dass hier so viele liegen auch. Das Beste wäre es ja, wenn er die Steine wegnehmen würde, wie ich schon hingelegt habe. An die Dinger hier, an die Spieße. Das wäre so gut. Ich glaube, ich würde ihn erschlagen, instant. Ja, Kelvin, machst du gut. Gott, der schmeißt hier echt überall hin. Wie man sieht. Und wenn er anfängt, die Steine wieder zu sammeln, die er da hingeschmissen hat, weil er sie so komisch hingeschmissen hat, dann wird es auch wieder interessant. Weil die Steine spawnen zum Glück so schnell nach, ne, hier. Sind alle schon wieder da, die ich da gesammelt habe. Ich kann sie halt einfach zack, zack, zack. Überall schnell hinplatzieren hier. So. Hier sind schon wieder neue gespawnt. Auch die kleinen sind natürlich wichtig, ne, für Pfeil und Bogen. Meine Steinpfeile. Ich möchte die natürlich nicht ewig behalten, die Steinpfeile, keine Frage. Aber solange es halt ist, dann ist es so. Weil mir ist ja jetzt gerade aufgefallen, dass ich immer weiter nach vorne gehe hier. Aber ist okay. Dann könnte ich da nämlich sowas wie ein Tor hinbauen hier jetzt.
Oder irgendwas anderes. Kann jetzt ja nochmal schön zeigen, wie schnell das mit dieser neuen Axt hier geht. Ich kann mich jetzt natürlich nicht viel um den Baum drumherum bewegen. Ja. Der ist schon vorher gefallen, nicht wahr? Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal ein Tor bauen. Oder sowas in der Art. Es ist leider ziemlich abschüssig hier. Ja, da hat man es jetzt aber gesehen. Es ging halt übelst schnell. Kelvin bringt Stein. Guter Mann. Was macht er hier? Achso, mache ich das. Okay. Das ist okay. Ich möchte ihn nicht anliften eigentlich. Ich möchte eigentlich nur weiterbauen. Aber okay. Wenn er sagt, er möchte liften, dann lassen wir ihn liften. Sehr gut. Haben wir alles voll, perfekt. So. Lassen wir ihn auch liften? Wir lassen ihn das liften, weil er hackt das dann direkt richtig so, zack. Das finde ich sehr geil. Kann ich den nämlich nochmal verwenden hier, wie man sieht. Haben wir schon direkt eine gewisse Höhe. Die schmeiße ich mal in die Richtung. Was überhaupt nicht geklappt hat eben. Weil dann brauche ich nicht mehr so viel laufen. Den darf man nicht vergessen, wir sind alles Menschen, wir sind faul. Und Kelvin. Kelvin ist der Beste. Er bringt erstmal eine Tonne an seinen Stämmen hier. Steinstämmen hier. Hüpfen. Er lässt mich nicht hoch. Gut, dann gehe ich da halt hoch. Wir brauchen ja auch noch eine Wand. Ne? Kelvin, mein Junge. Es reicht. Stopp. Mach Pause. Es reicht. Es reicht wirklich. So. Das hier mache ich jetzt dann zu. Warum auch immer ich da jetzt nicht bauen kann, danke. Also du machst doch jetzt nicht. Macht jetzt ernsthaft hier Pause oder was? Ja. Für euch muss ich mir noch was überlegen, meine Freunde. Muss da alles noch abholzen, dann geht das auch. Ich baue jetzt nämlich noch eine zweite Reihe dahinter. Da ich nämlich weiß, dass sie da einfach durchrennen können. Was willst du? Komm her! Da fehlt dein Bein. Du, doofe Nuss, du. So, das kann man alles schön ausrichten, dass sie nämlich genau in die Lücken zeigen. Wenn sie sieht, ne? Zack. Dann hole ich mir Kelvins Beinchen. Die er ja schon sehr gut alle vor dem Tor da platziert hat, dass mal eins wird. Na, hier, zack, 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 zack. Hüpf. So, zack. Was macht er denn da? Er isst irgendwas. Er isst aber, hoffe ich, jetzt nicht da die Leiche. Er setzt sich in die Leiche. Na ja, gut. Soll er machen.
Ist mir recht. Das ist das... das Gebaute an sich. Okay. Dadurch, dass ich ganz gerne wissen möchte, wo mein Zuhause ist und das nicht angezeigt wird, mache ich das jetzt mal schnell, dass es angezeigt wird. Und sammle mir nochmal ein paar Stöcker zusammen. Ich brauche ja wirklich nicht viele. Vor allem, wieso ist das hier alles nachgewachsen? Oder habe ich das nie abgeholzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich renne eigentlich sonst immer wie so ein Berserker einmal durch den Wald hier. Und Holz alles weg. Wer bist denn du jetzt? Wer seid ihr denn? Ruhe. Liegen lassen. Tritt sich fest. Vielleicht holen sie ihre Leute wieder ab und lassen mich damit durch in Ruhe. Dass ich sie nicht immer alle verbrenne. Das kann auch ein gutes Zeichen sein, so. Guter Wille oder so. So. Hier. Steht jetzt das Haus. Wird auch auf der Karte angezeigt, wie man jetzt sieht. Zumindest. Rottenfleisch. Gut, dann essen wir was Normales. Zumindest einmal. Geil. Er klettert da über die Mauer. Weil es keine Palisade halt ist, ne? Klettert er da noch rüber. Ja, hab ich ja noch ein paar Federn. Die ganzen Regale und so fehlen noch, fällt mir so auf. Muss ich nochmal dann auf jeden Fall gucken, dass ich noch ein paar... Das hier ist natürlich schon sehr gut, dass ich selber nicht mehr rüberkomme. Dass ich mal ein paar Regale gebaut kriege. Andere Seite. War schon richtig hier. Da. Das hier könnte ich zum Beispiel einfach an die Wand bauen. Aber das Spiel sagt nein, weil es ist schief. Oder warum auch immer, weiß ich gerade nicht. Da geht's aber, komm schon. Danke. Gönn. Der ist schon richtig, der Baum. Aber ich brauche erst noch einen richtigen. Langen. Einmal hier durch. Ganz kurz mal hier so einen Baum wegklöppeln. Geht ja recht schnell, nicht wahr? Natürlich nicht ohne Ausdauer. Da haben wir unsere Bäume. Ach du Scheiße. Aber wir müssen mal kurz mal gucken hier. Rest. Die Bäume, ihr Säcke. So, der liegt einmal schon. Wir müssen ja unsere Pfeile sparen, deswegen. Den immer wieder hinrennen und direkt aufsammeln. Liegt zum zweiten Mal. Ja, wir hängen schon mal wieder einen Pfeil irgendwo hin. Muss halt erst den Dicken loswerden, ne? Die anderen Pfeile sind mir egal. Die anderen Gegner sind mir mehr oder weniger. Alter Schwede, sind das viele. Ja, vielleicht doch nicht egal. Sehr gut. Er ist jetzt auch tot. Er ist tot, der ist tot. Wo ist er hier draußen? Er rennt. Hier, fang. Oh. Hey, du.
ist der Pfeil hin? Der ging auch daneben in der Kacke. Jetzt habe ich keine mehr. Ich nehme meinen Pfeil wieder. Uga, uga. Oh. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die alle hin sind, die Pfeile. Einer steckt noch in seiner alten Wanne. Wo ist jetzt mein... Ja, Sekunde. Riss dein Bruder. Hä? Reinig ihn doch bitte. Okay. Ich brauch die hier. Schon habe ich wieder unendlich Holz. Gehabt. Wegschmeißen. Hier kann man nämlich wunderbar jetzt. Ganz kurz noch. Das machen. Nochmal richtiges Feuerholz. Den habe ich eine geschallert, ne? Lauf! Arschloch. So, jetzt kann ich hier halt Sachen einlagern. Hier zum Beispiel das alles. Das ganze Essen. Zum Beispiel. Weil das ist ja alles, was lange, lange hält. Ne? Also es hält nicht lange hält, es hält ja unendlich, die Dinger da zumindest. Dann kann ich noch ein paar Planen hier reinlegen, die brauche ich ja eh nicht. Energieregel, lege ich auch mal die Hälfte rein zumindest. So, die Dosen brauche ich, das brauche ich auch. Hier, die alten Röhrchen. Die guten, die brauche ich nicht, nicht wahr? Da behalten wir mal zwei Stück. Die Bomben packe ich weg. Die Seile hier lagere ich auf jeden Fall ein. Und die Platinen noch. Ach, das ist Kelvin. Der aber auch schon wieder Besuch hat. Wie es aussieht. Ich weiß auch gerade nicht wo. Aber das ist nicht weiter Welt. Denn ich sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine weitere kleine, geile Folge von The Forest. Sons of the Forest. Natürlich. Und wir sehen uns dann, hoffe ich, doch im nächsten Video wieder. Wenn es hier entweder weitergeht. Oder man hier gesehen hat gerade noch ganz kurz. Wie sie sterben. An meinen Spießen. Nicht wahr? Das funktioniert schon mal. Bis dahin, würde mich sehr über Likes, Kommentare und Abos freuen, denn das kostet euch nichts und mir hilft's ungemein. Bis dahin und tschüss.